Herzlich willkommen beim Fotocafé Nummer 7, heute am 3. Mai. Freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und wir haben wieder ein tolles Programm für euch vorbereitet. Es gibt zu Beginn die Lightroom-Tipps und ein paar News, dann wird uns der Oliver einsteigen zum Thema Farben und ganz besonders freue ich mich heute, dass der Bernhard Brenner bei uns ist. Ein langjähriger Freund, Trainer der Wiener Fotoschule und begnadeter Reisefotograf. Und dann werden wir wieder kurz nach London schalten und haben da einen kurzen Blog zu Farben in der Fotografie vorbereitet. Und da möchte ich mich jetzt schon bedanken. Ich habe einige Einsendungen bekommen und die haben wir jetzt auch eingebaut in die Präsentation. Und abschließend der Oliver wieder mit der Photoshop-Challenge. Diese Montage habe ich vom Andreas bekommen aus Lemberg. Einmal ein herzliches Dankeschön. Es ist eines der Ergebnisse von der Photoshop-Webinar-Reihe, die jetzt sehr intensiv gelaufen ist in den letzten Wochen. Was auch interessant ist, wir hatten jetzt schon an die 150 Teilnehmer bei den Webinaren, also das wird sehr gut angenommen. Und wir werden jetzt in Zukunft auch Webinare anbieten, wo es zum Beispiel an 2 Stunden Praxisblock gibt als Webinar und am nächsten Tag dann die Praxis. Die gute Nachricht ist, wir dürfen ab sofort auch wieder Fotokurse abhalten. Das heißt, wir werden bei uns im Seminarraum Kurse bis maximal 4 Teilnehmer machen, um diese Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Wir haben aber die Möglichkeit im CG-Shop, also bei unserem Partner im 23. Bezirk auch den Seminarraum zu nutzen. Das werden wir auch machen. Für die Fotowochenende vielleicht noch ein guter Tipp. Ich bin jetzt gerade am Abklären, aber Ramsau ist einmal auf alle Fälle gesichert. Und ich werde die Teilnehmer jetzt in den nächsten Tagen anschreiben. Ab nächster Woche gibt es eine neue Zoom-ID für alle, die mitmachen. Wir werden die auf der Website und überall publizieren. Ihr braucht dann kein Passwort. Und ich möchte euch noch einmal auf den YouTube-Kanal hinweisen. Da sind auch die ganzen Aufzeichnungen. Es gibt 2 neue Trailer. Es gibt einen Trailer übers Fotocafé. Und es gibt auch im Rahmen der Canon Home Stories ist ein kleiner Film entstanden, der heißt Make Coffee Great Again oder Coffee Great. Da könnt ihr euch auch anschauen, netter Film über Makrofotografie. Am Samstag ist was ganz Interessantes von Canon Amerika gekommen. Und zwar Canon hat einen USB-Treiber präsentiert. Man kann jetzt viele Canon-Kameras als Webcam nutzen. Ich werde morgen noch ein Video drüber machen und auch das noch entsprechend teilen. Das heißt, ihr könnt eure Canon-Kamera dann mit USB verbinden und könnt dann via Zoom oder auch ein anderes System die verwenden, um damit eure Videos, euer Bild zu übertragen. Habt natürlich auch die Möglichkeit, dann einen schönen Freisteller zu machen. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Ansonsten hat man immer irgendeine Zusatzsoftware gemacht. Ich freue mich sehr. Ich habe einige Fotos bekommen vom Makrofotokurs diese Woche und möchte euch da ein paar der Ergebnisse zeigen. Wir hatten vorletzte Woche mal ein Webinar, dann eine Woche Zeit für die Arbeiten und haben es dann noch einmal besprochen, eine Woche später. Der Martin hat uns das Foto geschickt von dieser Miniaturwelt und finde ich sehr, sehr gelungen, offenblendig fotografiert. Also war einer der Einsendungen. Von der Michaela haben wir diese Großaufnahme einer Pflanze im Garten bekommen. Und das würde euch heute zum Thema Farben, finde ich, sehr gut passen. Die Angelika hat uns diese schöne Orchidee geschickt. Also man sieht, es gibt zu Hause auch sehr, sehr viele Motive. Und wir haben eigentlich hier auch einen schönen Kontrast mit Gelb und Violett, auch sehr, sehr tolle Farbe. Eine Biene in Großaufnahme, da fehlt mir leider noch das Original, das ist vom Robert, ich wollte noch ein bisschen bearbeiten, aber Bienenflinger wieder und vor allem dieser schöne Blütenstaub ist ganz gut angebracht. Damals noch einmal, jetzt hat es uns gerade mit den Bienen ein Foto von der Sieglinde, noch vom Andreas. Und das Foto von der Silvia, das freut mich besonders. Also die Silvia hat sozusagen, hat diesen Teil einer Pflanze auf die Laptop-Unterlage gestellt und hat dann mit Seitenlicht das fotografiert. Genauso das Gummibärchen mit Seitenlicht und ein bisschen nachbearbeitet noch im Lightroom
finde es sehr, sehr gelungen. Man sieht eigentlich mit nie wenig Sachen, man dann tolle Fotos machen kann. Jetzt werde ich einmal mit meinem Lightroom-Tipp starten. Seht ihr hier meinen Lightroom? Ja. Ja. Ich habe hier von der Siglinde ein Foto geschickt bekommen und die hat mir dann gesagt, was kann ich mit dem Foto machen? Ich werde das jetzt einmal zurücksetzen in die Ausgangsposition. Das Erste, was ich jetzt einmal machen würde, ich würde das Foto mal beschneiden. Das heißt, ich würde hier einfach einmal oben was wegschneiden. Ich würde auf der Seite was wegschneiden. Ich würde hier mal schauen und unten auch noch ein bisschen, dass ich zu einer harmonischeren Bildkomposition komme. Das war ein Foto aus mehreren Bildern gestitcht, hat sie mir gesagt. Und ich werde jetzt einmal mal die Grundbearbeitung machen. Schauen wir mal, was sich dann noch tut. Ich würde in dem Fall die Tiefen nicht zu sehr aufziehen. Lichter sind nicht so stark. Wir brauchen hier auch mit der Sättigung und so weiter nichts Besonderes zu machen. Was ich euch aber jetzt zeigen möchte, und zwar, ich werde jetzt den Himmel mit dem Radialfilter bearbeiten. Ich ziehe mir hier mal einen Radialfilter auf. Ich ziehe den da relativ weit hinunter. Ihr seht, hier ist die Sättigung auf minus 100. Ich gehe hier mal mit gedrückter Alt-Taste. Und jetzt werde ich eine sogenannte Bereichsmaske einsetzen. Ich möchte den Himmel einmal, ich setze jetzt wieder schon natürlich viel, viel zu hell. Aber mit der Bereichsmaske, hier eine Luminanzmaske, kann ich dann genau sagen, welchen Teil ich bearbeiten möchte. Das heißt, ihr seht, ich schränke jetzt diese Bearbeitung wirklich auf den hellen Bildteil ein. Dann auch ein bisschen nach hinten. Und das Schöne ist an dieser, ihr seht, je nachdem, wie ich die Luminanzmaske ziehe, wird dann sozusagen nur dieser Teil mit diesem Effekt überlagert. So sieht die Maske aus. Und ich könnte jetzt noch ein bisschen eine Sättigung dazugeben. So, irgendwer macht das da Rückkopplung. Und dann werde ich hier noch einmal in die Profile hineingehen und hier mal auf Fertig klicken. Gehe jetzt noch einmal in die Profile. Und dann werde ich mir hier so ein künstlerisches Profil oder ich kann mal unten gehen nach modern. Das sind einfach Profile, die jetzt im Adobe voreingestellt sind. Und ich habe sogar die Möglichkeit, hier über diesen Regler dann auch noch den Effekt ein bisschen abzumildern. Und wenn ich mir jetzt vorher, nachher anschaue, sieht man eigentlich schon, dass sich da was getan hat. Ich kann leider den Beschnitt, kann ich jetzt im Lightroom nicht darstellen, aber das werden wir gleich einmal machen. Ich gehe dann hier noch einmal zurück. Ich habe hier schon eine virtuelle Kopie gemacht, die werden einmal synchronisieren, die Einstellungen. So. Und dann werde ich mich das linke Foto komplett zurücksetzen. Jetzt können wir uns nämlich die dann in der Bibliothek im Vergleich anschauen. Wenn wir die jetzt nebeneinander anschauen, dann sieht man, glaube ich, ganz gut den Unterschied. Was mir aufgefallen ist, oft ist der Beschnitt schon sehr, sehr wichtig. Ich habe gesehen, manche Leute mühen sich ab, dann irgendwas im Hintergrund zu retuschieren, was gar nicht bildwichtig ist. Und wie gesagt, einfach das Bild zu beschneiden, wäre schon der erste Weg. Und ich werde der Siglinde auch das Foto noch schicken. Auf diesen Weg auch einmal, Siglinde, vielen Dank. Ich habe gesehen, du bist heute auch in der Sendung. Und ich übergebe an den Oliver. Ich möchte euch heute mitnehmen auf eine kleine Reise in das alte China, weil da haben sich schon vor vielen, vielen Jahrtausenden Jahren die Gelehrten sozusagen Gedanken über die Gegensätze gemacht. Und mit Gegensätze, da haben sie gemeint, dunkel, hell, kalt, warm oder Tag und Nacht. Und die Lösung dieses Problems war, dass diese Gegensätze ein harmonisches Ganzes bilden. Und dieses harmonische Ganze bilden auch Farben. Wenn man sich zum Beispiel jetzt dieses Bild ansieht, dann werden viele Betrachter, wird dieses Bild gefallen, weil dieses Bild von zwei Farben dominiert wird, nämlich von Gelb und Blau. Und diese Farbkombination Gelb und Blau oder Gelbtöne und Blau wird von uns Betrachtern als sehr harmonisch
empfunden. Und das nicht nur bei uns am europäischen Kontinent, sondern auch in Afrika, Asien und in Südamerika. Ja, jetzt gibt es gewisse Farbkombinationen, die jetzt sozusagen der Betrachter als sehr harmonisch empfindet. Und jetzt ist halt wieder die Frage, wie kann ich diese Farbkombinationen für meine Fotografie nutzen, dass immer die gleiche Reaktion passiert, weil die streben wir ja alle an, wenn wir unsere Bilder herzeigen. Wir wollen dieses Wow, wow, dieses Bild ist toll. Und da haben wir ja letztes Mal schon einmal gesprochen darüber. Ganz wichtig ist einmal das Motiv. Dann sollte die Belichtung und der Fokus einigermaßen passen und dann halt auch dementsprechend sollte das Bild aus harmonischen Farben bestehen. Und jetzt wird der eine oder der andere sich denken, naja, Farben, das brauchen ja nur Modefotografen. Nein, das ist nicht so. Harmonische Farben, das nutzen auch die weltbekannten Landschaftsfotografen, das nutzt auch der Bernhard Brenner bei seiner Reisefotografie. Und das kann man genauso nutzen bei Tier- oder Makrofotografie und wird natürlich auch selbstverständlich in der Werbe- und Produktfotografie genutzt. Ja, aber wie kommen wir jetzt zu diesen Farbkombinationen, wo man sagt, okay, jetzt stimmen die Farben und jetzt finden die Betrachter meine Bilder, was die Farben anbelangt, irrsinnig harmonisch und es entsteht dieser Wow-Effekt. Naja, da gehen wir mal ein bisschen zurück ins 15. Jahrhundert. Da hat der Physiker Isaac Newton so mit Licht experimentiert und wie er so einen Lichtstrahl durch ein Glasprisma geleitet hat, haben sich am Ende des Glasprismas hat sich sozusagen der Lichtstrahl aufgefächert und man hat sozusagen die Regenbogenfarben gesehen. Isaac Newton war sozusagen der Erste, der festgestellt hat, dass dieses weiße Licht, das wir tagtäglich wahrnehmen, wenn wir sozusagen ins Freie gehen, nämlich aus diesem Regenbogen besteht und in Summe halt dieses weiße Licht ergibt. Und da hat er halt sozusagen auf einem Kreis diese einzelnen Farben als Modell eingetragen. Der Schriftsteller Wolfgang Goethe hat dann dieses Kreismodell aufgenommen und hat jetzt aber diese Farben zum ersten Mal nicht sozusagen aus der physikalischen Sicht betrachtet, sondern hat sich Gedanken gemacht, welche Stimmungen tun Farben eigentlich sozusagen in mir auslösen. Und da hat er zum Beispiel gemeint oder postuliert, im rechten Teil dieses Farbkreises, das sind also die Farben Rot, Orange und Gelb, das sind halt die hellen, warmen Farben und im linken Teil des Farbkreises, das sind halt die kühleren Farben. Und das ist gleich mal der erste Tipp für euch in der Praxis, wenn ihr fotografiert. Wollt ihr ein Bild gestalten, das sozusagen Wärme, Liebe, Romantik widerspiegelt, dann sollt ihr jetzt von der Farbstimmung eher so in diesen warmen oder Gelbtönen bleiben. Und wollt ihr im Prinzip coole Rocker in einer alten Werkstatt fotografieren, wenn ihr da sozusagen den Bildstil farblich unterstützt wird, dann wäre es halt günstiger, wenn man sagt, man bleibt eher ein bisschen so auf der kühleren Seite. Oliver, darf ich da ganz kurz einhaken? Ja, ja, unbedingt. Und zwar, weil es finde ich in dem Zusammenhang interessant, wenn ihr hier Fernsehfilme anschaut oder Fernsehserien, Kinofilme, die haben sogenannte Bildlooks. Das heißt, da wird dann, wenn der Film fertig abgedreht ist, da gibt es eigene Profession, das sind die Leute, die machen das sogenannte Color Grading und die machen dann quasi auf den Film noch einen Look, damit einfach die Aussage unterstrichen wird. Wenn es vielleicht einmal aufpasst und ihr euch manche Filme anschaut, dann seht ihr, die hängen zum Beispiel eher sehr im Warmen oder so näher so im Kühlen. Also wenn man auf das vielleicht einmal Acht gibt und das ist auch ganz eine wichtige Möglichkeit, um die Aussage eines Filmes zu unterstreichen und bei uns sonst Fotos. Bitte, Oliver.
Ja, danke, genau. Also der Film hat natürlich den riesengroßen Vorteil, dass der noch sozusagen einen dritten Kanal hat, um diese Stimmungen umzusetzen. Und es ist halt der Ton, also wenn's gruselig wird, dann werden die Farben blau und grün im Film, aber gleichzeitig die Musik wird auch ganz anders, als wenn's romantisch ist im Kinofilm. Ja, und nachdem wir ja auch einige Analogfotografen noch da haben, früher war es ja so, die einen haben gesagt, okay, ich nehme nur den Kodachrom oder ich nehme nur den Ektachrom und die dritten haben gesagt, okay, ich nehme nur Fuji. Das heißt, diese Looks hat es ja immer schon gegeben und sind jetzt auch in die Kameras teilweise, gibt es ja eine Möglichkeit, einen gewissen Farblook auch gleich einmal drauf zu machen. Ja, okay, also das ist aber ein ganz tolles praktisches Beispiel und Hollywood bedient sich da auch tagtäglich, um sozusagen mit Farben gewisse Stimmungen in die einzelnen Filmszenen zu bringen. Ja, dann ein paar Jahre später hat dann Johannes Itten, das ist ein Schweizer gewesen, dieses Farbmodell noch etwas verfeinert. Er hat nämlich empirische Untersuchungen gemacht und hat einfach Farbkombinationen der unterschiedlichsten Formen einfach seinen Probanden gezeigt und man hat halt entschieden, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und dann hat er das halt nach vielen, vielen Versuchen, hat er sozusagen eine Systematik in diesem ganzen System entdeckt und da sind sozusagen diese sozusagen Modelle entstanden. Und schauen wir uns einmal dieses Zweiklang- oder Komplementärfarbenmodell an. Also er hat sozusagen den Farbkreis genommen, hat dann sozusagen eine Kompassnadel hineingelegt und aufgrund dieser vielen empirischen Untersuchungen hat er festgestellt, egal wie man jetzt diese Kompassnadel dreht, in dem Fall zeigt sie jetzt von Rot auf Grün, das ist sozusagen Rot-Grün, ist eine harmonische Farbkombination, die halt sehr vielen Menschen gefällt. Und wenn man die Kompassnadel jetzt weiter dreht, zum Beispiel auf Orange dann und Blau, dann ist es wieder die klassische Kombination. Oder Gelb und Lila. Und nicht nur das, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir zwei harmonische Farbkombinationen gefunden, wollen wir drei harmonische Farbkombinationen finden, dann kann man das natürlich auch wieder in diesem Kreis machen und man verdreht halt sozusagen das Dreieck im Kreis und findet dann halt da, in dem Fall ist es Blau, Gelb und Rot, auch eine harmonische Farbkombination, die wir halt als sehr angenehm empfinden, wenn wir diese Farben in Summe in einem Bild sehen. Und das funktioniert natürlich auch mit vier Farben. Ja, und dieses komplementäre Farbmodell oder dieser Zweiklang. Wir haben jetzt vorher nur mal geschaut mit den stark gesättigten Farben. Das funktioniert aber auch mit weniger gesättigten Farben. Dann muss man halt von dieser Achse mehr ins Zentrum gehen. Dann wird es halt ein Zartgrün oder nur ein zartes Rot. Und zum Beispiel bei Gelb und Blau, na, dann haben wir halt ein ganz zartes Lila oder ein gedecktes Gelb. Und das sieht man zum Beispiel ganz wunderschön in dem Bild von Claude Monet, Sonnenuntergang in Venedig. Also da haben wir genau diese Farbharmonie, ich zeig's dir vorher nochmal. Gehst du mal ganz kurz zurück, ich glaube, da könnte man Peter ein bisschen was dazu sagen lassen. Wo wird sie zurückgehen? Ja, zum Monet. Ja. Peter, ich glaube, da wäre jetzt deine Expertise gefragt. Und was man, also in dem Fall, also hallo mal alle miteinander, in dem Fall für eine Malerei eigentlich sehr untypisch, sind es sehr gesättigte Farben, wo der Oliver da richtig eingestiegen ist. Und die Natur ist ja in Wirklichkeit eher graubunt als wie bunt. Also gesättigte Farben kommen ja sehr selten vor, wenn überhaupt nicht. Und in diesem Fall eher gesättigte. Und es werden sozusagen die Grundfarben blau, gelb und Rot in diesem Fall miteinander gemischt und das erzeugt dann diesen Farbübergang. Ja, und es ist immer ganz toll, wenn man dann sozusagen zu jedem Thema einen Experten am Start hat, weil dann ist sozusagen unsere Fachdiskussion so richtig befruchtend. Und ich finde es ja insofern auch großartig, weil der Peter sitzt in London, der Oliver in Salzburg und ich in Wien, also ich meine, besser könnte es ja nicht sein, oder? Corona ja. Macht es möglich, sage ich nur.
Ja, ja. Und nicht nur die Maler, also Peter in London, nicht nur die Maler verwenden diese Farbmodelle, sondern auch die Designer. Und dieser Raum ist jetzt ganz bewusst nach diesem Farbmodell blau und gelb gestaltet. Und ich habe das Bild gesehen und gesagt, ja, so wie der Raum da gestaltet ist, das gefällt mir. Ja, und wenn man sich dann anschaut, also mit jetzt drei harmonische Farben, dann findet man als klassisches Beispiel das Bild von Leonardo da Vinci, das letzte Abendmahl. Und wenn man jetzt sozusagen das Vier-Farben-Modell anschaut, dann hat man halt das Bild von Renoir, das Frühstück der Ruder. Und diese Maler, die haben alle vor Johannes Itten gelebt. Die haben das einfach im Gespür gehabt oder haben das Gefühl, welche Farben halt am passenden sind, damit sozusagen die Bilder auch sehr harmonisch werden am Ende des Tages. Ja, und nicht desto trotz, also wenn man jetzt sozusagen jetzt diese Kompassnadel hernimmt und dann sagt, man halbiert sie nochmal, dann hat man sozusagen ein monochromes Farbmodell, wo man sagt, man hat also nur mehr unterschiedliche Schattierungen, in dem Fall von Gelb. Und da ist das klassische Beispiel das Bild von Vincent van Gogh, das Weizensfeld. Also ihr seht ganz berühmte Bilder mit immer demselben harmonischen Farbmodell. Ja, und wie können wir jetzt sozusagen diese Erkenntnis für unsere Fotografie nutzen? Also ich zum Beispiel, wenn ich einen Fotoworkshop vorbereite und dann ist einmal die erste Entscheidung, das Model. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel entscheide, ich wähle ein Model mit rotblonden Haaren und einer etwas eher helleren Haut, dann sind da schon mal die optimalen Farben vorgegeben aufgrund dieses Typen. Und diese Farben dann, die dann wunderschön zu diesem Modell passen, sozusagen diktieren die nächsten Entscheidungen. Sei es dann, dass man sagt, man bespricht vorab mit der Visagistin dann das Make-up oder legt sozusagen mit dem Bekleidungsausstatter sozusagen die Farben bei der Bekleidung fest und ich schaue mir dann noch zusätzlich die Location ab, ob dann die Farben, die ich dort vorfinde, auch noch zu dem Model passen. Und dann ist natürlich die Chance irrsinnig hoch, dass dann dementsprechend hochwertige Bilder bei diesem Workshop entstehen. Ja, und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Location haben, die sehr farbenprächtig ist, dann macht es einen riesen Unterschied aus, ob ich jetzt ein zum Beispiel japanisches Model nehme mit eher einer hellen, zarten Haut oder ob ich ein Model nehme, das ein dunkler Typ ist. Jedes Mal erzähle ich dann mit dem Model in dieser Location eine komplett andere Geschichte. Und das muss ich mir natürlich vorher dementsprechend überlegen. Und wenn das dann miteinander harmoniert, dann entstehen halt wunderschöne Bilder bei diesem Workshop. Ja, und jetzt haben wir gedacht, mache ich mal für euch eine kurze Zwischenzusammenfassung mit einer Checkliste. Macht euch jetzt bitte da von diesem Bildschirm sozusagen eine Bildschirmkopie oder macht es mit dem Telefon schnell ein Foto von dieser Checkliste, drückt euch die aus und gebt die dann in eure Fototasche. Nämlich, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt sozusagen irgendwo, ihr wollt jetzt mit einem Model fotografieren oder ihr wollt in die Landschaft hinausgehen und schöne Landschaftsfotos machen, dann denkt einmal einen Tag vorher nach über eine mögliche Farbpalette, die ihr sozusagen in diesem Bild umsetzen müsst. Wenn ihr sagt, ihr wollt in der Früh starten, na, dann schaut einmal beim Wetterbericht, dann habt ihr, wenn sie die Wolken sozusagen nicht zu dicht sind, dann werdet ihr einen blutorangenen Himmel bekommen. Und wenn ihr dann im Vordergrund noch einen See habt, dann habt ihr schon mal die Farbpalette von diesem Orange-Blau. Ja, und diese Farbpalette, wie schon bei Hollywood vorher angesprochen, die erzählt dann auch eine dementsprechende Geschichte. Und dann versucht es auch dementsprechend Hintergrund und Vordergrund, wenn sie sagt, sie hat jetzt ein Model, das ist in grün angezogen, dementsprechend dort zu platzieren, wo dann der Vordergrund und der Hintergrund auch zu dieser grünen Bekleidung passt. Ja, und falls jetzt einmal irgendwo
Farben nicht wirklich zusammenpassen. Na, dann gibt es ja immer noch die letzte Möglichkeit. Der Karl hat es vorher eh schon mit dem Lightroom-Tipp ganz genau vorgemacht. Man kann dann immer noch nachher in der digitalen Bildbearbeitung die Farben dementsprechend noch optimieren, dass sie dann am Ende des Tages in irgendeiner Art und Weise harmonisch zu einem Farbmodell passen. Und wenn Sie jetzt, sagt im Laufe des Shootings, ihr seid jetzt nicht sicher, passt jetzt dieses grün angezogene Model zu diesem pinkenen Hintergrund, den ich da, oder zu dieser roten Ziegelmauer, naja, dann könnt ihr immer noch das Model vor einem neutralen Hintergrund platzieren. Ein neutraler Hintergrund ist zum Beispiel weiß, hellgrau, dunkelgrau oder schwarz, und dann seid ihr zumindest, was jetzt die Harmonie von Vordergrund und Hintergrund bedarf, auf der sicheren Seite. Habt ihr euch diese Checkliste jetzt gesichert? Du, Oliver, ich würde sagen, vielleicht kannst du da ein PDF davon machen und die werden wir morgen dann im Download. Gute Idee, also das heißt, ich schicke dir das heute noch und es ist dann morgen zum Download zur Verfügung. Okay, naja. Und warum ich dieses Thema heute so sensibel und genau vorbereitet habe, war, ich habe einmal, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, in einem Podcast-Interview den Ted Gore mir angehört. Der Ted Gore ist ein Landschaftsfotograf, der wurde 2015 zum Landschaftsfotografen des Jahres gewählt. Und das sind sozusagen seine Bilder oder sein Bildstil. Und über seine Bilder kann man natürlich diskutieren, ob sie gefallen oder nicht gefallen. Aber er hat in diesem Interview gesagt, naja, er überlegt sich immer, bevor er sozusagen den Auslöser drückt, die Farbpalette, die dann dazu passen soll zu diesem Bild. Und die hält er sich halt dann aufgrund dieser drei Modelle, die ich schon vorher gezeigt habe. Nämlich auch die Landschaftsfotografen denken in diesen Farbharmonien. Ja, und wie wir das Ganze dann sozusagen uns in Photoshop anschauen können, ob wir sozusagen harmonische Farben finden oder dementsprechend umgestalten, das zeige ich euch heute auch noch am Ende des Fotocafés, wenn es dann mit der Photoshop-Challenge losgeht. So, Oliver, die Adobe Color-Themen, ist das ein Teil von Photoshop oder ist das eine App? Ah, das ist ein Teil von Photoshop, man muss es sich nur integrieren. Also alle, die Adobe CC haben, haben auch diese Funktion zur Verfügung. Das werden wir nachher zeigen, bitte, gell? Ja, ja. Okay, so, gut. Also, das heißt, mein Input heute ist, dass ich sage, ich möchte euch inspirieren, wenn ihr sozusagen fotografisch versucht, Bilder zu gestalten. Natürlich, das Wichtigste ist einmal das Motiv. Aber dass ihr dann, wenn ihr das Motiv gefunden habt, auch ein bisschen sozusagen an eine passende Farbpalette oder stimmige Farben denkt, die dann sozusagen euer Motiv noch wertvoller gestalten, damit dann sozusagen dieser Wow-Effekt passiert, wenn jemand eure Bilder betrachtet. So, und jetzt, falls ihr noch Fragen habt, bitte gerne zu diesem Thema. Ja, Oliver. Ja, hallo. Ich habe eine Frage. Kannst du dieses Bild von diesem Fotografen des Jahres, das mit dem See und mit dem beleuchteten Berg, in Zusammenhang bringen mit diesem Farbkreis? Dass man das mal kurz durchredet. Das war mir jetzt nicht klar, warum das Pink und das Rot zusammenpassen soll. Okay, sehr gut. Schau her, also ich gehe jetzt nochmal da auf dieses Bild. So, Bildschirm freigeben. Seht ihr meine Mauskreisen? Ja. Okay. Also das heißt, er hat jetzt gesagt, da hat er diese intensiven Orangetöne und die zweite Farbe in diesem Bild sind eher so jetzt lila, aber die sind halt ein bisschen gedeckter oder dunkelblau. Und wenn man jetzt sozusagen in dieses Farbrad geht, ich gehe jetzt nur zurück. Na, wo ist es? Da, schaut her. Da hat er Orange oder dieses kräftige Orange und da sind wir sozusagen auf dieser Seite von diesem Blau oder Lila. Okay. Genau, und wahrscheinlich ist es eher nicht der Zweiklang, sondern der Dreiklang. Und ein Dreiklang sogar, ja.
Genau, er ist wahrscheinlich auf Orange und dann hinten nimmt er den anderen Bereich mit. Er hat nämlich da Rottöne auch noch und da genau. so ein Türkis. Aber ich werde es jetzt vorbereiten für die Photoshop-Challenge, dass man sagt, wir laden dieses Bild hinein und schauen es uns dann ganz genau an am Farbkreis. Was aber auch interessant ist, dass diese Fotografen das nicht nachträglich am Photoshop in der Regel machen, sondern wirklich so oft vor Ort sind, bis das Licht hundertprozentig passt. Also da ist oft erstaunlich wenig Photoshop dabei. Also da würde man sich wundern, ein Großteil dieser Bilder sind auch tatsächlich so fotografiert, weil das Licht einzigartig war. Ja, also schaut einmal, da ist der Name, schaut einmal sozusagen auf im Internet auf Ted Gore. Also der hat lauter so epische Landschaftsbilder. Okay. Ja, aber danke für die super Frage. Das ist ja heute wieder eine sehr aktive Runde. Nee, ich glaube, das Problem ist einfach, dass Licht so wichtig ist beim Fotografieren. Und wenn man eben kein gutes Licht hat, ist es eben schwierig. Und das ist immer so ein bisschen das Thema. Gibt's noch weitere Fragen? Dann freut es mich nämlich sehr, als nächstes den Bernhard Brenner vorzustellen. Den Bernhard und mich verbindet seit 2006 eine Freundschaft. Ich kann mich erinnern, der Bernhard ist zu mir gekommen und wollte sich einen Beamer kaufen. Und er wollte mit Reisevorträgen beginnen. Das war in meiner Gründerzeit von Füss Audiovision. Und dann hat er mir sein Dia schon gezeigt. Das war sein erstes Werk und ich habe gedacht, das ist aber schon sehr großartig, weil ich natürlich viele erste Werke sehe. Und ein Jahr später hat der Bernhard dann bei mir zu arbeiten begonnen. Und wir haben dann, also 100 Dia-Shows wird nicht untertrieben sein, gemeinsam produziert. Und einer der Höhepunkte war die Canon Perspektive 2012, also eine Panoramaprojektion auf eine 54 Meter lange Leinwand. Und ich kann mich noch erinnern, 600 Spuren. Ich habe zum Bernhard immer gesagt, du wirst noch Spuren bezahlt werden. Das war natürlich eine großartige Geschichte. Und der Bernhard war dann auch bei der Wiener Fotoschule von Anfang an dabei und unterstützt uns dort, macht Einsteigerkurse, Reisefotografie, Kinderfotokurse, ist ein ausgewiesener Experte in Wings 7, Wings Platinum, also macht die Kurse bei der Firma Stumpfl in Walland, die habe ich ihm 2016 übergeben. Und er hat da gerade jetzt ein Buch drüber gemacht, das demnächst veröffentlicht wird und macht da sehr viele Fotoreisen. Und ich werde jetzt einmal an den Bernhard übergeben. Bitte Bernhard, wenn du deinen Bildschirm freigibst. Also Bernhard? Ja, bin gerade dabei. Okay. Sollte passen, oder? Machen wir mal. So. Ja, wunderbar. Ja. Okay, herzlich willkommen. Hallo an die Runde. Der Karl hat zu mir gesagt, beim Fotocafé soll ich mal zu Gast sein und mich vorstellen, nachdem ich jetzt noch nie dabei war in den letzten Wochen. Das heißt, es geht jetzt nicht konkret um die Reisefotografie, sondern um eine Vorstellung, was ich so mache. Und vor allem deshalb, weil es am Donnerstag ein Webinar den ersten Teil zum Thema Reisefotografie gibt. Der Karl hat eh schon einiges vorweggenommen. Ich mache mir aber trotzdem nochmal eben so ganz kurz durchlaufen, was ich in der Fotoschule alles so mache und was für Arbeiten ich sonst so mache. Ein, zwei in der Runde kenne ich, habe ich irgendwie festgestellt, aber gar nicht so viele. Deswegen ganz kurz, ich war früher mal vor ganz langer Zeit als Lehrer tätig. Aber damals hat sich schon alles ums Reisen gedreht. Das ist ein komplett anderer Ansatz als beim Oliver, der viel mit Models arbeitet. Bei mir ist alles draußen und eher sehr spontan, was so passiert. Und als Lehrer damals war es meistens so, dass ich das Zeugnis mit dem Rucksack am Rücken verteilt habe und von der Schule am Flughafen gefahren bin. Und zwei Monate später vom Flughafen mehr oder weniger wieder direkt zurück in die Schule gekommen bin. Ich bin dann drauf gekommen, dass zwei Monate Ferien viel zu kurz sind. Habe den Job wieder gekündigt und bin, wie der Karl erzählt hat, dann relativ bald bei ihm gelandet, weil ich habe mir ein Programm gekauft, um meine erste Dia-Show zu programmieren, habe mir die Dia-Projektoren noch gekauft und bin dann ziemlich bald draufgekommen, dass das
digitale Zeitalter angebrochen ist und dass die ersten Projektoren da sind, die ein ganz anderes Arbeiten ermöglichen. Und bin dann eigentlich, glaube ich, als einer der ersten in der Szene umgestiegen. Also mein Leben dreht sich irgendwie seitdem alles ums Reisen, ums Fotografieren, ums Draußensein, ums Unterwegssein. Okay, Bernhard, du hast, glaube ich, noch was Wichtiges vergessen, ist an deine Multimedia-Produktion. Da kommen wir noch. Ja, zu den Comment. Kommt okay. Schon. Kein Problem. Parallel dazu habe ich mit meinen eigenen Tiervorträgen angefangen. Der Karl hat mich dann mitgenommen, das erste Mal zum El Mundo Reise- und Abenteuerfestival. Und seit damals, also seit 2007, mache ich bei diversen Reise- und Abenteuerfestivals die Projektionstechnik, aber der Foto-Adventure zum Beispiel, bei der großen Messe in Wien. Organisiere aber selber die alles Leinwandveranstaltungen gemeinsam mit Pascal Violo. Das sind ein Reise- und Abenteuerfestival in Wien, das ist der Reinhold Messen in der Stadthalle. Auch da dreht sich wieder alles ums Reisen. Womit stellen wir das Ganze mit Wings 7, mittlerweile Wings Platinum, ein Programm, das sich die letzten Jahre sehr stark weiterentwickelt hat. Ursprünglich war es dazu da, um Tierprojektoren zu steuern. Mittlerweile kann man Rundumprojektionen, Fassadenprojektionen und so weiter und so fort machen. Wir nutzen es halt sehr häufig für unsere Reisepräsentationen. Das kennen aber Trailer oder Messerückwände für Firmen, Präsentationen für Nationalparks und so weiter und so fort sein. Ja, das Besondere ist vielleicht an Wings 7, dass man Bilder sehr leicht animieren kann und eine Ausgabequalität, die seinesgleichen sucht, weil es einfach eine andere Technologie hat, wie viele Videoschnittprogramme. Das ist der Grund, warum das auch so gerne verwendet wird. Gell, Bernhard? Genau, und der Karl hat gemeint, dass wir es jetzt in 2 oder 3 Wochen dann einmal im Fotocafé vorstellen werden. In 14 Tagen werden wir es machen. Wenn es bei dir zeitlich geht, wäre das klasse. Wir werden es gleich fix einplanen. Das wird kein Problem sein. Also da werden wir vorstellen, worum es bei Wings geht, wie ich Bilder, Musik, Videos miteinander kombiniere und präsentieren kann. Das ist mein Hauptwerkzeug. Natürlich gehört Photoshop und so auch dazu, aber bei mir ist es ganz viel der Schnitt mit Wings. Ihr könnt es auf unserem YouTube-Kanal schauen, da sind auch einige Trailer und wir werden dann auch noch welche online stellen, jetzt so im Laufe der Zeit, damit ihr vielleicht ein bisschen seht, was da für tolle Sachen möglich sind. Ja, fotografisch bin ich weniger der Studiofotograf, sondern eher in der Reportage daheim und das kennen Sachen sein wie Konzertfotografie, ja, da hat man natürlich sehr viel mit Farben zu tun. Meistens extrem knallige Farben, mit denen es gar nicht so einfach ist zum Umgehen. Mit sehr, sehr grellem Licht, mit spontanen Situationen, wo man als Fotograf irrsinnig flexibel sein muss. Und das ist aber das, was mir für mich den Reiz ausmacht. Ich arbeite viel für Magazine, veröffentliche im Universum Magazin, Benzebe, Fotomagazin und anderen. Und der Karl hat es vorher schon gesagt, einer meiner Schwerpunkte sind Kinderfotowochen, Kinderfotoseminare. Als ehemaliger Lehrer liegt mir das ganz besonders. Jetzt schaut es so aus, als würden die heuer auch wieder stattfinden können. Drückt die Daumen, das ist ja wirklich klar. Also wer Kinder daheim hat oder Enkelkinder im Alter von 10 bis 14 bis 15 Jahren, in den Ferien wird es sicher Kinderfotowochen geben. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Einer ist zum Beispiel immer normalerweise in der ersten Ferienwoche, wo wir gemeinsam eine Reportage erstellen, die ist bis jetzt immer im Universum for Kids veröffentlicht worden, wo die Kinder also in der Woche ihren ersten Artikel gestalten, der dann tatsächlich im Heft abgedruckt wird und erscheint. Also ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren war ich dann mit dabei und bin mitgefahren nach Ort an der Donau und das war einer der heißesten Tage, es hat 36 Grad gehabt, die Kids haben dort wirklich hart geschuftet. Und es ging um eine Reportage einer Nationalpark-Rangerin und wir waren halt dann einige Stunden dort und zum Höhepunkt war dann eigentlich nur, wie man eine Ringelnatter, weil das glaube ich Bernhard gehört, die Kinder dann auch noch ganz genau anschauen durften. Und nach einer Woche waren sie zum Schluss dann noch mit Bernhard in der Chefredaktion und dann ist der Artikel auch tatsächlich gedruckt worden. Und wenn man sich überlegt, wenn Kinder freiwillig in der ersten Ferienwoche schreiben, recherchieren, fotografieren, also das ist schon sehr beachtlich, aber das ist sicher ein Bernhard sehr großes Geschick geben, so wie er mit Menschen umgeht. Das ist ja auch was Besonderes in seiner Fotografie. Ja, das bringt mich ja weiter. Perfektes Stichwort. Perfektes Stichwort, genau. Das ist auch das, worum es dann ganz viel in meinen Fotoseminaren speziell zur Reisefotografie geht. Für mich
ist das Reisen nicht das Abhaken von Ländern, wenn man wer fragt, wie viele Länder ich schon bereist, ich habe keine Ahnung, es ist mir völlig egal. Es geht ja nicht darum, alle Sehenswürdigkeiten zu sehen, sondern für mich geht es um Begegnungen, um Entdecken. Da gehört Respekt dazu. Das ist mir auch ein ganz großes Anliegen in den Fotoseminaren, dass wir nicht vergessen, dass wir in keinem Zoo unterwegs sind, sondern dass wir da mit anderen Kulturen, mit Menschen zu tun haben. Und in den Seminaren werden wir uns ganz viel darauf einlassen, wie kann ich mit anderen Menschen in Kontakt kommen, was kann ich tun, um das Eis zu brechen, damit es ihm nicht so steif abläuft und damit es nicht nur stocksteife Touristenfotos wären, die exotisch sein sollen, aber wo man dann sieht, dass es nicht die Nähe da ist. Und ja, das ist ein Thema, das mir ganz am Herzen liegt, wie ich in Kontakt mit den Einheimischen komme und wie ich das respektvoller machen kann, dass ich zu Fotos komme. Manchmal muss man es einfach weglassen, die Kamera weglassen, das gehört dazu. Bernhard, da ist vielleicht die eine Geschichte, die finde ich schon sehr interessant, dass du ja einen Selfie-Drucker mit und was machst du dann mit dem Drucker vor Ort? Genau, also den habe ich nicht immer mit. Früher bei den ersten Reisen war es halt immer Polaroid-Kamera, wobei Polaroid halt gar nicht so günstig ist im Laufe der Zeit. Mittlerweile habe ich einen Canon-Selfie-Drucker, der, wenn es die Reiseart zulässt, hängt immer davon ab, wie man unterwegs ist, dann habe ich den mit, weil es einfach schön ist, wenn ich vor Ort Fotos als Geschenk dort lassen kann. Gerade wenn ich irgendwo im Busch draußen bin, treffen wir oft Menschen, die keine eigenen Fotos haben, maximal eins auf einen Ausweis, wenn sie den überhaupt haben. Und jeder kennt es wahrscheinlich, wo man dann die Kamera hinhält und sagt, so, jetzt schaust du da auf dem Display, viel schöner ist, wenn man das Foto auch noch dort lassen kann. Und das öffnet Türen, da haben wir wunderbare Begegnungen. Der Drucker ist auch ganz geschickt, der hat einen Akku, das heißt, ich kann auch ohne Stromanschluss drucken. Es gibt so 104 Fotopackerl, die kosten, weiß ich nicht, 33 Euro herum, also vom Preis her ist das auch voll okay. Natürlich ist es wieder ein Gepäckstück mehr, aber es macht echt Spaß und vor allem, man sieht richtig, wie man Freude machen kann unterwegs. Ich glaube, es ist ja wichtig als Reisefotografen, dass wir vielleicht da mal was zurückgeben, weil wir verdienen teilweise Geld mit den Fotos oder wir zeigen es zu Hause her. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass da ein gewisser Energieaustausch stattfindet, wenn es möglich ist. Immer geht es dann eh nicht. Ja, es geht nicht nur darum, wann ich Geld verdiene damit, sondern es ist für jeden, weil es einfach schön ist, wenn man ein Geschenk, wenn man was dort lassen kann. Man nimmt ja auch etwas, man will ja auch was, nämlich die Fotos. Wobei es mir nicht primär um die Fotos geht, sondern mir geht es auch um diese Begegnungen, um die Gespräche, das gehört auch alles dazu. Und das ist ein richtiger Themenblock auch in meinem Seminar, wenn mir das ganz wichtig ist, wie ich dann halt zu Menschenfotos auch unterwegs komme. Damit ich eben nicht so stocksteif ablaufe. Der eine oder andere kennt das wahrscheinlich, wenn ich irgendwo bin, weiß ich nicht, im Himalaya und dann frage ich jemanden, ob ich das Foto machen kann. Fragen ist mir immer ganz wichtig und dann stellen sie die zwei stocksteif hin, schauen ganz ernst in die Kamera, dann sind das natürlich keine tollen Fotos. Spannend wird es dann, wenn ich halt zu anderen Fotos komme, wo man sieht, dass die Atmosphäre dann locker ist und wo ich mich dann aufs Motiv konzentrieren kann. Das ist natürlich ein bisschen anders, weil der Oliver vorher gesagt hat, ich bereite mich darauf vor, wenn ich morgen Landschaftsfotografie mache und ich warte, wie das Wetter ist. Beim Reisen, beim Urlaub ist es halt so, dass ich oft nur eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen Zeit habe und die Route schon vorliegt. Und da habe ich dann nicht immer die Möglichkeit, dass ich jedes Mal Rücksicht nehme auf das Wetter, sondern da muss ich einfach mit den Rahmenbedingungen vor Ort umgehen. Natürlich bereite ich mich vorher auf die Reise schon vor und überlege mir, zu welcher Jahreszeit fahre ich wohin, was erwartet mich dort. Aber natürlich mit Klimawandel und so viele Dinge ändern sich unterwegs und da muss man halt dann manchmal sehr spontan reagieren und sehr flexibel sein. Also ich kann natürlich immer wieder Einfluss nehmen drauf, aber halt nur sehr bedingt im Rahmen der Möglichkeiten. Bei dem Foto aber, zum Beispiel. Bernhard, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Gehst du nochmal zurück, bitte, ein Bild. Gehst du das zurück nochmal? Zu dem? Zu welchem zurück, Bild, Oliver? Das zum Beispiel. Das ist ein super Bild, wo ich sage, perfekt für die Farbpalette. Ich habe das rote Coca-Cola und die rote Bemalung. Eins zu eins umgesetzt, was wir vorher gesprochen haben. Oder gehst du noch eins zurück, bitte, Bernhard? Zu dem? Das da. Wahnsinn. Wie war ein Modefotograf?
Ja. Weil den Hintergrund hast du anders da fotografieren können, den Burschen. Ich habe auch ein Foto, wo es anders ist. Und das geht dann auch im Seminar. Da geht es halt auch darum, dass ich meine Kamera so gut kenne, dass ich weiß, welche Knöpfe ich drücken muss, dass ich mich wirklich aufs Motiv konzentrieren kann. Und oft muss ich halt in Sekundenbruchteilen entscheiden, weil es eben keine Models sind, die für mich posieren. Die Leute sind oft überhaupt nicht gewöhnt, dass sie fotografiert werden. Das heißt, ich muss da wirklich sehr flexibel reagieren und schnell schauen, wo ist der Hintergrund, wie bewege ich mich, weil es meistens die Personen, die ich fotografiere, ja nicht dorthin stellen kann und nicht so inszenieren kann, wie ich das mit Models machen kann. Da muss ich mich als Fotograf noch viel mehr bewegen und viel mehr schauen, dass ich den richtigen Bildausschnitt finde. Wobei manchmal kann man natürlich auch die Personen bewegen. Bei dem Foto zum Beispiel war das so. Das Bild ist von der Farbpalette perfekt. bei der Dame war es zum Beispiel so, dass die einen Schritt weiter vorn war und dass das Licht nicht wirklich am Gesicht drauf war. Und dann habe ich sie gebeten, ob sie nicht den einen Schritt zurückgehen kann. Aber es war schon irgendwo ein Vertrauen da, es war vorher schon ein Gespräch da. Und das geht es mir dann halt auch in dem Seminar, dass das dann kein Problem war und sie das auch gemacht hat und dann Seelenrolle ruhig weiter gestickt hat und das Foto machen kommt. Im Seminar geht es natürlich auch darum, wie blende ich den unruhigen Hintergrund aus, mit offener Blende fotografieren und wie reagiere ich dann halt auch auf Situationen, wenn es schnell gehen muss. Wie analysiere ich die Situation, dass ich weiß, wo komme ich zu den besten Aufnahmen. Also das war vor einem Jahr bei der Kumbh Mela am Ganges in Indien. Es war meine vierte Mela, aber ich war noch nie dabei, wenn die Sadhus, die heiligen Männer, ins Wasser gehen und die wollten es unbedingt fotografieren. Wir sind um 2 in der Früh schon dort gewesen. Bei aufgehender Sonne sind dann die ersten Sadhus-Gruppen Richtung Ganges gegangen und es war dann bald klar, dass die Prozession zum Ganges kommt. Rechts und links davon stehen die Fotografen. Die haben sich fast niedergeprügelt, das war unglaublich, weil eigentlich nur einer oder maximal 2 nebeneinander fuhren am Ganges Platz gehabt haben. Mehr Platz war da nicht, direkt am Ufer. Und ich habe dann sehr bald beschlossen, dass das für mich überhaupt nichts bringt, wenn ich da am Ufer stehe und mich mit den anderen Fotografen prügel, sondern ich bin dann im Fluss reingegangen, bin mitten im Fluss gestanden, die nächsten 3 Stunden, um die Fotos zu machen, wenn die Sadhus auf mich zulaufen. Weil draußen hätte es für mich überhaupt keinen Sinn gehabt, hätte ich nur die Rücken und die Seite, wenn überhaupt, über die anderen Fotografen fotografieren können. Und das ist mir ganz wichtig, dass man halt auch mittendrin und mit dabei ist und nicht irgendwo am Rand. Und da muss man halt als Fotograf, wenn man unterwegs ist, dann schnell die Situation analysieren, sich überlegen, wo ist die beste Position, wo kann ich hingehen, damit ich zu gescheiten Aufnahmen komme. Auch Themenschwerpunkt, und das ist natürlich immer Kompromiss beim Reisen, ist auch die Ausrüstung, was nehme ich überhaupt mit. Hat natürlich viel damit zu tun, wie bin ich unterwegs, bin ich zu Fuß in den Bergen unterwegs, bin ich mit dem Fahrrad unterwegs, muss ich fliehen, welche klimatischen Bedingungen erwarten mich, ist es Staub, ist es Feuchtigkeit, wie schütze ich meine Ausrüstung, welche Fotomotive erwarten mich, das hat natürlich auch einen Einfluss drauf, welche Objektive ich einpacke, nehme ich zum Beispiel ein Makroobjektiv mit, da denke ich mir, bei der Reise spare ich das besser ein. Also da kommen viele Komponenten zusammen und es ist immer ein Kompromiss, es wird nie die hundertprozentig perfekte Fotoausrüstung geben und manchmal muss man halt abwägen, schleppe mein Stativ und mein Teleobjektiv 2 Wochen durch die Berg, für das ist es dann für 1 oder 2 Fotos brauche, oder lasse es besser daheim. Da gibt es viel abzuwägen. Und über diese Dinge machen wir uns halt auch im Seminar dann Gedanken. Ich versuche, meine Touren immer so zu planen, natürlich auch auf Klima und Wetter, so wie der Oliver vorher schon gesagt hat, aber das ist natürlich über so einen längeren Zeitraum nur bedingt möglich. Ich meine, es ist auch klar, wenn ich in die Wüste fahre, ist Regen relativ unwahrscheinlich und trotzdem ist es manchmal anders. Also beim letzten Mal waren wir immer in Marokko in der Wüste bei den Dünen und wir haben einen Regenbogen über die Dünen gehabt, weil es plötzlich zum Regnen begonnen hat. Das Jahr davor haben wir dort 40 Grad gehabt und Staub. Also es wird alles sehr unberechenbar. Was ich halt immer schaue, ist, wenn ich meine Touren plane, meine Reisen plane, dass ich entweder Märkte mit dabei habe, dass ich zu einem Zeitpunkt fahre, wo Feste sind, wo was los ist, wo was passiert. Und wie gehe ich dann in stressigen Situationen um? Wenn ich wenig Zeit habe, wenn ich schnell reagieren muss,
schauen wir an, welche Blickwinkel kann ich machen. Ich bin ein Freund von ungewöhnlichen Blickwinkeln mit tiefen Standpunkten, dass ich auch sowas, auf sowas Rücksicht nehme beim Fotografieren. Da muss ich halt manchmal im Fluss reingehen, es hilft nichts. Ich schaue mir an, um welche Tageszeiten fotografiere. Meistens sind es ja die Morgenstunden, klar, Morgenabendstunden, aber nicht immer und nicht überall. Es gibt auch Ausnahmen. Wir schauen uns an, wie unterschiedlich bekannte Motive sein können, je nachdem, aus welcher Perspektive ich das fotografiere, wo ich mich hinbewege oder um welche Tageszeit. Wie kann ich Sehenswürdigkeiten in Szene setzen? Da sagt jeder immer, wow, wie geht das? Die chinesische Mauer, da muss der Photoshop am Laufen gewesen sein, dass da keine Menschen drauf sind. Das ist jetzt leider schon ein sehr altes Foto, aber ich denke mal, so wie ich das damals fotografiert habe, könnte das immer noch funktionieren, obwohl ich jetzt schon länger nicht dort war. Aber ja, es geht, die chinesische Mauer menschenleer zu fotografieren. Natürlich gehört ein Wildlife dazu, das heißt zum Beispiel im Donaudelta, wir sind mit den Booten unterwegs oder auf Safari, was packe ich da an Fotoausrüstung ein, was erwartet mich da unterwegs? Versuch, die Kamera immer so meine Standardeinstellungen zu finden, um spontan reagieren zu können, auch wenn ich im Auto sitzend unterwegs bin oder wenn ich mit Zug unterwegs bin. Selbst da kann man immer wieder spannende Motive entdecken. Wir überlegen uns, wie kann man Städte in Szene setzen, was sind da die perfekten Tageszeiten. Ja. Das sind so die Schwerpunkte, die in den Webinaren zum Thema Reisefotografie am Programm stehen. Füssi, von deiner Seite? Ja, du, ich bin ganz begeistert. Gibt es noch Fragen an den Bernhard? Und es wird natürlich auch demnächst da wieder einen Workshop geben bei uns im Seminarraum, wo man den Bernhard auch live erleben kann. Also wir wollen uns jetzt nicht komplett ins Internet verabschieden, aber gewisse Dinge werden eben so hybrid sein müssen, auch noch eine Zeit lang. Gut. Ich werde mal sagen, wenn es da keine Frage gibt, dann werden der Peter und ich wieder übernehmen. Also wir haben uns einmal so ein bisschen Gedanken über die Farben gemacht. Und Peter, wenn du vielleicht einmal die primären Farben vorstellst. Ja, also wir haben jetzt vorher schon sehr viel vom Oliver gehört über diese das ganze Thema der Farben. Also mein Ansatz ist aus der Malerei und ich rede hier von den Pigmentfarben, also diese Farben, die wir dann zum Malen verwenden. Und der Zusammenhang zum Fotografieren ist dann eher beim Drucken, wo man auch wieder Pigmente verwendet. Die Grundfarben, die man so in der Tube kaufen kann. Gelb, Rot und Blau können durch keine andere Mischung hergestellt werden. Und speziell draußen, wenn man im Freien malt, probiert man so wenig wie möglich mitzunehmen. Und eine limitierte Palette wäre zum Beispiel dann ein Gelb, Rot und Blau. Weil die Sekundärfarben und auch die Tertiärfarben kann ich mir dann daraus selber mischen. Das Problem bei dem Ganzen ist, dass es kein Gelb, Rot und Blau in dem Sinne aus der Tube gibt. Das heißt, man muss sich dann doch statt 3 eher 6 Tuben mitnehmen plus Weiß. Dann hat man einen warmen und einen kühleren Ton einer Farbe. So ein wärmeres Gelb, das ist ein Zitronengelb. Und ein wärmeres Gelb ist dann ein Cadmiumgelb und beim Rot ist dann auch ein Cadmiumrot und ein Magenta oder Purpurrot. Und beim Blauen gibt es das Gleiche, da gibt es ein Grünblau und ein Ultramarin heißt das und das ist so ein violettliches Blau. Genau, und das sind die Grundfarben. Mit diesen 12 Farben kann man dann mehr oder weniger alles mischen. Und der Vorgang, den man beim Malen verwendet, ist ja, dass man in der Natur sozusagen das beobachtet und dann schaut, dass man
so nahe zu diesem Farbton kommt wie möglich durch Mischen. Und wenn man Farben in der Natur beobachtet, die sind ja selten pur, wie wir vorher schon angesprochen haben, sondern die Natur ist ja graubunt. Das ist wahrscheinlich der beste Ausdruck. Und um sehr grelle Farben, zum Beispiel ein Rot und ein Gelb, in der Sättigung zurückbringt, nimmt man die Komplementärfarbe. Und komplementär in diesem Sinne bedeutet nicht nur, dass ein Violett mein Gelb weniger sättigend erscheinen lässt, sondern dass beim Mischen alle drei Grundfarben wieder vorhanden sind. Weil wenn ich Gelb verwende und Violett besteht aus Blau und Rot, habe ich immer bei einer Paarung von Primärfarben oder von Analogfarben Entschuldigung kurz. Also dann habe ich immer diese drei Grundfarben. Und das ist bei allen Komplementärfarben der Fall. Und deswegen kann man auch mit drei Farben sozusagen fast alle Farben mischen. Und wenn man dann die letzte Zeile, die Farbkontraste, Farbton, Helligkeit und Sättigung, dann sind wir ja wieder beim HSL-Farbmodell, das wir aus der Fotografie kennen. Also die Sachen spielen ja alle zusammen. Vielleicht ein Satz nur, Peter. Ich glaube, Farbmischen ist ja extrem wichtig und ist ja das, was man am Anfang lernt. Was passiert eigentlich beim Farbmischen? Beim Farbmischen, also ich beschäftige mich schon lange mit Farbe und umso mehr ich mich damit beschäftige, umso weniger verstehe ich dran, muss ich jetzt ganz wirklich sagen. Aber was ich jetzt in der letzten Zeit gemacht habe, ich habe meine Palette ganz streng reduziert und ich mache einen Ansatz, wie der Oliver das vorher beschrieben hat, dass ich mir beim Motiv überlege, welche Farben werde ich bei diesem Motiv verwenden. Und das ist auch, wenn ich in der Landschaft stehe zum Beispiel, das Bild, das wir dann später sehen, von der Ibs in Niederösterreich. Und an dem Tag war ein schöner blauer Himmel. Und dann habe ich mir gesagt, dass ich brauche ein Blau. Und der Himmel in dem Fall, das war im August und das war ja am Nachmittag. Und dann da ist der Himmel eher grün-blau. Das heißt, ich brauche ein grün-blau. Das heißt, ich nehme diese Tube, diese Farbe. Und nachdem ich grün-blau gewählt habe, nehme ich dann die Komplementärfarbe dazu, das ist ein Orange-Gelb, und mit dem beginne ich dann zu mischen. Und mit diesen beiden Farben prinzipiell male ich dann das ganze Bild und verwende dazu auch Weiß. Und wenn mir dann noch etwas fehlt, dann kann ich mir noch eine weitere Farbe wählen, bleibe aber dann in entweder einer Zweifarbenharmonie oder in einer Triade. Oder man kann das dann maximal auf vier Farben erweitern. Ist das beantwortet? Oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Wir sind jetzt auf höherer Ebene verwirrt, aber ich glaube, das passt gut. Ja, es ist, man muss das dann probieren. Aber umso weniger, umso besser ist die Grundregel. Nein, ich glaube, das ist wie so oft im Leben, genau, dass Reduktion einfach ein Gewinn, genau, ist. Aber geh mal in das nächste Bild oder das übernächste. Geh nochmal weiter zu den, wo die vier Bilder sind. Ja, dass man das ein bisschen. Ja, genau. Also genau diese. Zum Beispiel, das ist genau dieses. Nicht? Wenn da steht beim oben ersten links gelb und violett. Also dieses Bild ist jetzt nur mit gelb und violett gemalt. Und ich habe auf meiner Palette gelb und violett und weiß. Und ich mische mir dann vorher schon, also alle Varianten zwischen gelb und violett, die möglich sind, und tue die dann mit Weiß erhellen, sozusagen heller machen, und verwende dann diese Farben, um meine Szene darzustellen. Und wenn das Bild fertig ist, dann ist es glaubwürdig, auch wenn die Bäume im Hintergrund nicht wirklich grün sind, sondern eher ein dunkelviolett. Aber man muss ja dann, um die Szene darzustellen, und das ist eine Grundregel, die in der Malerei
sehr wichtig ist, die beim Fotografieren genauso wichtig ist, aber das erledigt der Fotoapparat, und zwar, dass die Hell-Dunkel-Werte im Bild stimmen. Und deswegen ist es wichtiger, dass im Hintergrund die Bäume den richtigen Wert haben, in Hell und Dunkel war ja gesprochen, es wird die richtige Farbe. Also damals auch gesagt, wir werden jetzt für eine der nächsten Sendungen Landschaftsbilder vorbereiten und verschiedene Bearbeitungen und euch dann zeigen, wie sich das zum Beispiel ändert, wenn jetzt im Hintergrund sich der Ton des Waldes ändert, also wie dann das Ganze nach vorne kommt, nach hinten kommt, wie sich das auswirkt und wie man dann vielleicht da eine unnatürliche Bildbearbeitung erklären kann und dann vielleicht für die Zukunft das auch vermeiden kann. Genau. Soll ich zurückgehen, Peter, oder magst du da noch was sagen? Ja, na und dieses erste ist in Gelb-Violett und das zweite Orange-Blau, genau im selben Verfahren, und das dritte Rot-Grün, genau im selben Verfahren. Was natürlich dann bei diesen Varianten nicht so zum Tragen kommt, ist der Himmel. Und deswegen dann beim letzten Bild habe ich mir, es ist nicht wirklich Blau, Rot und Gelb, aber ich habe mir das Blau genommen, beide Rot und ein Grün, Gelb, und damit habe ich dann sozusagen ein Quadrat über den Farbkreis gelegt und das dann mit dir mitgemalt. So, jetzt schauen wir uns einmal in unsere Komplementärfarben an, die zwei Bilder, die wir vorbereitet haben. Und das ist natürlich sehr wirksam, wenn man Analogpaletten nimmt, die man zum Beispiel über drei Farben spannt. Man kann das aber bis zu 5 Farben spannen. Was ist eine Analogpalette, Peter? Analog sind Farben, die nebeneinander liegen. Okay, also wenn jetzt die im Farbkreis nebeneinander sind, dann 5 wäre immer so eine Analogpalette, also bis maximal 5 wäre so eine Analogpalette. Genau, bis maximal 5, aber wenn es eher enger ist, ist es vielleicht besser, ja. Ja, jetzt haben wir komplementär. Genau, das sind gegenüberliegend, und das ist schon, wie der Oliver vorher gesagt hat, das kann man dann sozusagen rotieren, und immer gegenüberliegende funktionieren in dem Fall. Und ich glaube, das ist einfach dann von der Physiologie des Sehens, ist es einfach der Punkt, dass wir Menschen komplementär natürlich als besonders harmonisch und ästhetisch wahrnehmen. Genau, und das ist dann auch sicher Geschmackssache, ob da jetzt Gelb und Violett besser gefällt oder Grün und Rot oder Blau und Orange, aber es funktioniert prinzipiell. Ja. Ja, die atmosphärische Perspektive und die Farbkonstanz ist auch ganz interessant. Da werde ich an dich wieder übergeben. Genau, also die atmosphärische Perspektive, der Erste, der diese Technik oder dieses Phänomen in seinen Bildern verwendet hat, war der Leonardo da Vinci. Und der war ja nicht nur Maler, sondern auch Erfinder und Wissenschaftler. Und dem ist es aufgefallen und der hat es in der Malerei verwendet. Und heutzutage redet die Neurologie über diese Phänomene und warum das passiert und wo das passiert. Und diese Farbtoleranz ist für den Menschen relativ schwer zu erkennen, weil wir in unserer Sicht, also über unsere Augen, in unserem Gehirn, gibt es dieses Phänomen der Farbkonstanz, die das dann wieder zurückrechnet sozusagen. Auch wenn die Bäume, die so im mittleren Hintergrund stehen, eher kühler sind, dann wissen wir, dass diese Bäume grün sind und sehen sie auch grün dadurch. Und da gibt es dann den Trick in der Malerei, sozusagen dieses wieder zu überlisten. Und wenn man in diesem Bild schaut, mit die mittlere Baumgruppe, die da auf der Insel steht, die habe ich sozusagen nach vorne gebracht, oder die dahinteren Bäume nach hinten, indem ich auf jeder Seite von dieser Baumgruppe ein bläuliches Grün angelegt habe. Also ich habe das mit einem bläulichen Grün gemalt. Und dadurch verschiebt man den Hintergrund zurück und die Baumgruppe kommt nach vorn. Aber also mit der Methode könnt ihr auch sozusagen in der Landschaftsfotografie, in der Bildbearbeitung dann im Nachhinein noch an den Schrauben drehen sozusagen. Ich nehme mal an, und das ist
speziell in der mittleren, im mittleren Hintergrund war. Weil wenn man zum Beispiel Bergbilder hat oder weitere Panoramen, da merkt man eh, dass hinten die Hügel eher bläulich sind. Genau, man kann aber das verstärken. Gut, dann gehen wir mal weiter. Das Foto hat uns der Helmut geschickt, einmal vorab schon, danke. Und da sieht man hinten eigentlich auch, da sieht man das ganz gut, dieses Bläuliche, das eigentlich genau. Nicht wirklich reinpasst. Naja, aber das ist aber vom Auge, also es schiebt es nach hinten. Und genau, deswegen, es schiebt es nach hinten, so ist es, ja. Deswegen funktioniert das auch. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen zu dunkel, aber nicht wirklich, aber es funktioniert in dem Bereich. Und auch die Felsen schon in der Wand davor, das Bläuliche schiebt es in den Hintergrund. Das heißt, wenn es wärmer wäre, dann hätte man das Gefühl, dass das näher ist. Genau, dann hat das Bild weniger Tiefe. Ja, ja, danke an die Regina. Und da haben wir ein wunderschönes Farbdreieck. Genau, also Triade. Genau. Triade, was der Oliver auch schon erwähnt hat. Das heißt, wir verknüpfen jetzt wieder die einzelnen Fäden, die wir heute gesponnen haben. Genau, und wann da zum Beispiel bedenkt. Ich gehe nochmal zurück, Entschuldigung. Genau. Wenn da zum Beispiel im oberen Teil dieser Hintergrund nicht so dunkel wäre und da wäre jetzt eine andere Farbe drin, dann würde es wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Also von dem her ist das sehr gut. Nein, es funktioniert deswegen so gut, weil da hinten quasi nichts Störendes ist, oder? Genau, genau. Ja, wir haben heute schon so gescherzt, was ist schwarz? Peter, du hast mir das so toll beantwortet. Genau, das ist die Abwesenheit von Licht, das ist schwarz. Ja, und dann haben wir noch ein Foto vom Norbert bekommen aus Salzburg. Genau, das ist eine grüne Harmonie und das ist auch ein typisch analoges Bild und da kann auch in Wirklichkeit nichts schief gehen und das sind sogar sehr eng beieinander liegende Grüntöne, die sich dann nur durch über hell und dunkel, das ist sozusagen monochrom, wie das der Oliver vorher schon erklärt hat. Na, das ist ein Komplementärkontrast. Und das sind beide, na, das Orange ist eigentlich sehr relativ gesättigt. Und das dunkle Violett ist sehr ungesättigt, aber es funktioniert trotzdem. Ja, das war jetzt eh das letzte Bild. Gibt es einmal von eurer Seite soweit Fragen? Na wunderbar, wenn alle so ergriffen sind und fasziniert, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal den Oliver weiter zur Photoshop-Challenge. Ja, hallo. So, ich übernehme wieder. So. Okay, seht ihr meine Maus kreisen? Ja. Okay, ja. Der Oliver hat schon wieder Bilder geklaut. Ja, genau. Dieses Bild... Das haben wir ja heute schon im Vortrag von Bernhard Brenner gesehen. Und ich habe mir deswegen nämlich sozusagen jetzt aus seinem Vortrag ausgeborgt, weil das ein ganzer Klassiker ist, für welche Farbharmonie jetzt? Warum funktioniert dieses Bild so gut? Jetzt farblich gesehen. Ich muss euch jetzt ein bisschen aufwecken. Na, schaut her, wir haben in diesem Bild nur Rot und Braun- und Orangetöne. Das heißt, das ist sozusagen eine monochrome Farbharmonie und deswegen funktioniert das Bild also gut. Und dann habe ich das zweite Bild nochmal ausgeborgt, das haben wir heute eh schon besprochen. Dieses Bild ist einfach perfekt fotografiert, weil da ist sozusagen die Farbharmonie zu diesem Türkis. Und die Farbharmonie, das ist jetzt im Prinzip komplementär. Und die zweite Farbe sind halt diese Brauntöne. Und die habe ich exakt da in dieser Person. Das heißt, das dunkle Braun, die Hauttöne, das hellere Braun, da seine Zigarette und das ganz helle, da seine Kopfbedeckung. Also von der Farbharmonie, sage ich, kann ich an dem Bild nichts mehr optimieren und perfekt fotografieren. Und das ist auch jetzt meine Botschaft. Denkt ein bisschen, wenn ihr jetzt sozusagen auf Reisen seid und ihr habt jetzt die Möglichkeit, da jemanden zu fotografieren, überlegt euch vorher,
passt jetzt der Hintergrund dazu oder nicht? Und da hat es halt der Bernhard in meinen Augen perfekt gelöst. Ja, wir sind ja jetzt sozusagen in der digitalen Bildbearbeitung. Wir haben jetzt sozusagen ein Bild fotografiert. Ich muss jetzt nur kurz das Video herüberschieben. Gut, das ist sozusagen jetzt das Ausgangsbild. Wenn ich mir jetzt überlegen möchte, ja, ich würde jetzt gerne diesen eher neutralen Hintergrund ein bisschen aufpeppen und farbiger gestalten. Welche Farbe würden jetzt dazu passen? Ja, da gibt es jetzt gewisse Tools, die kann ich nutzen. Als allererstes sage ich, in diesem Bild dominiert einmal dieses Lila. Das heißt, ich nehme da jetzt einfach die Farbpipette, nehmen wir da jetzt einfach da dieses Lila auf und hab dann da dieses Lila. Den Hexadezimalcode dieser Farbe, der ist jetzt da hier schon markiert, brauchen wir den jetzt nur markieren und gehe jetzt ins Internet auf eine Seite. Jetzt muss ich nur schauen, ob das funktioniert. Seht ihr meine Mauskreisen? Ja. Ja. Und ihr seht auch diese Seite Color Scheme Designer. Hallo? Ja, sehen wir, Oliver. Sehen wir super. Okay, sehr gut. Das ist jetzt ganz wichtig. Das schreibt sich gleich bitte auf. Color Scheme Designer 3.0. Das ist ein ganz ein tolles Tool für diese Geschichte. Da herunten klicke jetzt an und kopiere mir sozusagen den Hexadezimalcode hinein, den ich vorher aufgenommen habe, dieses Lila. Und dann wird hier sozusagen einmal die erste Farbe festgelegt. Und jetzt, wenn ich sage, ich möchte sozusagen eine monochrome Farbpalette, dann ist es diese. Das heißt, ich könnte jetzt den Hintergrund passend in so ein leichtes Lila gestalten. Wenn ich sage, okay, ich würde gerne eine zweite Farbe hineinbringen, dann schauen wir mal das Komplementärmodell an. Aha, das wäre dann sozusagen dieses Grün-Gelbe. Und wenn ich sage, ich möchte vielleicht sogar einen Verlauf in den Hintergrund bringen, das heißt mit drei Farben arbeiten, dann könnte ich sozusagen da noch ein Grün reinbringen. Und bei diesem Modell, das finde ich jetzt auch ganz toll, wenn man sagt, naja, ich habe ja als zweite wichtige Farbe die Hauttöne, dann kann ich jetzt da noch zum Lila sozusagen diese Regler verschieben und sagen, so, jetzt passen für mich die Hauttöne und dann hätte ich sozusagen dieses Grün, was ich dann passend dazu zum lila Hemd, zu den Hauttönen noch in dieses Bild transportieren könnte. Und wenn ich mal schaue, okay, jetzt schaue ich mir noch an, wenn ich vier Farben, na gut, dann hätte ich da die Farbpalette. Das kopiert man sich dann nur runter da aus diesem Farbmodell und übertrage mir das dann immer ganz in mein Bild hinein. Da lege ich mir dann einfach diese Palette hierher. Ihr seht es dann eh da liegen. Das haben wir sozusagen vorher herunterkopiert. Nehme jetzt da die Farbpalette und sage, okay, dieses Grün möchte ich jetzt sozusagen im Hintergrund haben, dass ich sozusagen drei harmonische Farben im Bild habe. Naja, und dann tue ich einfach meine Ebene, die da im Hintergrund ist, mit dieser Farbe einfärben und habe mir sozusagen jetzt da, ich schalte jetzt nur die Farbpalette aus, einen passenden Hintergrund dazu gebaut, der sozusagen lila Hauttöne plus dieses Türkis dementsprechend da harmonisch abbildet. Und jetzt mit der Deckkraft von dieser Hintergrundebene kann ich jetzt noch die Intensität steuern, dass ich sage, mache es intensiver. Naja, gefällt mir nicht so, mache es wieder ein bisschen dezenter. Jawohl. Und da schreibe ich jetzt nochmal beim Peter, wenn sozusagen die Farben sehr intensiv ist, dann kommt der Hintergrund sehr nahe. Ich habe also wenig Tiefe im Bild. Wenn ich das Ganze aber jetzt entsättige, dann wandert der Hintergrund sozusagen mehr in die Ferne und mein Bild kriegt dadurch mehr Tiefe, was sozusagen dieses zweidimensionale Foto auch noch ein bisschen mehr aufpeppt und sozusagen, weil Bilder sind ja nur zweidimensional und wenn also eine dritte Dimension hineinkommt in ein Bild, in dem ich farblich etwas Tiefe hineinbaue, naja, und jetzt ist für meinen Geschmack dieser Hintergrund noch ein bisschen zu, ich sage mal, synthetisch oder zu sauber, zu clean, das schaut noch zu digital aus. Naja, dann legt man sich vielleicht dann noch einen Spot in den Hintergrund, kann den vielleicht sogar noch intensiver gestalten, nein, gefällt mir nicht, ich tue das ein bisschen abschwächen wieder, ja, so gefällt es mir jetzt schon besser, schaut es her, vorher, nachher. Und wenn ich jetzt nur auf diesen synthetischen Hintergrund, weil da ist ja null Struktur, gar nichts, dann noch eine dementsprechende Textur auftrage,
dann schaut dieses Bild schon sehr natürlich aus. Naja, gehen wir da vielleicht von der Deckkraft ein bisschen noch zurück. Ja, und jetzt habe ich sozusagen ein Porträtbild geschaffen, wo ich sage, ich habe auf der einen Seite eine Farbharmonie geschaffen, wo ich sage, da ist jetzt lila, da sind die orangen Hauttöne, plus dann da dieses zarte Türkis. Ich habe sozusagen farbtechnisch einen harmonischen Dreiklang gestaltet. Und wenn man dann so ein Bild seinen Freunden wieder abliefert, werden die alle sagen, wow, was für ein tolles Bild, mir gefällt das, weil es einfach von den Farben her... Oliver, kurze Frage, wenn du Freisteller machen willst später, auf welchen Hintergrund fotografierst du am liebsten, wenn du die Wahl hast? Naja, ich sage einmal, die wenigste Arbeit hat man immer, ich zeige euch jetzt das Originalbild, so, das ist da, die wenigste Arbeit hat man, Moment, ich muss jetzt nur kurz die Maske ausschalten, so, die wenigste Arbeit hat man immer, wenn man sozusagen den Kontrast zwischen Vordergrund oder die Ränder des Kontrastes und Hintergrund am höchsten ist. Also da, er hat jetzt dunkle Haare, das ist immer die größte Herausforderung bei der Freistellung. Also das heißt, ich zeige euch jetzt nochmal die Maske, die schaut dann so aus. Man sieht dann eh da die freigestellten Haare. Da ist natürlich dann am leichtesten, wenn man sagt, man hat den größten Kontrast im Hintergrund. Jetzt blende ich die Maske wieder aus. Und deswegen versuche ich auch bei der Gestaltung das dementsprechend mir dann nachher in der Postproduktion leicht zu machen. Also wenn jetzt die Idee ist, ich fotografiere vor neutralem Hintergrund und möchte das nachträglich dann in der Bildbearbeitung mit einer Farbe freistellen. Also ich lege jetzt nochmal die Farbe da hinten her. Also das heißt, da ist jetzt die Farbe. So. Also das heißt, das überlege ich mir natürlich alles vorher. Natürlich kann man jetzt diese dunklen Haare auch vor schwarzen Hintergrund freistellen, aber das ist halt dann mehr Arbeit in der Postproduktion. Ja, das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist, jetzt muss ich noch kurz da gehen, jetzt sind schon so viele Bilder offen, umfärben. Ja, gut. Also man hat jetzt ein Bild und sagt sie, naja, gefällt mir schon recht gut, aber dieses rote Kleid ist für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen zu intensiv zu ihrem neutralen Hauttönen. Naja, dann stellt man halt dieses rote Kleid frei. Das so schaut die Maske aus. Das ist dann da die Maske. Ja, und dann kann man sie halt spielen und sagen, na gut, mache ich dieses rote Kleid von der Intensität vielleicht ein bisschen weniger und schon ist sozusagen ihr Gesicht wieder viel mehr im Fokus. Also jetzt schaut, ich stelle es jetzt nochmal original her, da gesättigte Farben ziehen halt irrsinnig den Blick. Das heißt, mein Blick wandert da jetzt auf ihren Busen und weniger da jetzt in ihr Gesicht. Aber wenn ich jetzt da sozusagen die Farben vom Kleid ein bisschen rausnehme, schon habe ich wieder mehr sozusagen den Blick bei ihr. Und was ich bei ihr halt jetzt noch machen könnte, wäre, dass ich sage, na gut, da wir vielleicht ihr noch ein bisschen einen Lidschatten auflegen, dass wir sozusagen dieses Rot, was wir da im Kleid haben, noch ein bisschen verstärken. Also ich mache das jetzt nochmal aus, ein und jetzt seht ihr sozusagen diesen roten Lidschatten und dann harmoniert das Ganze vom Make-up auch wieder mehr. Also das sind alles so Möglichkeiten, wo ich sage, wo steuere ich mit Farben den Blick im Bild? Also stelle das wieder auf Original, dann ist halt mein erster Blick halt da auf diese intensive Farbe, nehme da die Farbe ein bisschen raus und mache ja sozusagen vielleicht noch ein bisschen einen dezenten roten Lidschatten, dann ist der Blick dann eher wieder bei ihr und das Gesicht ist ja das Entscheidende immer bei einem Porträt. Ja, und apropos Porträt, wir haben diese Woche wieder ein Webinar am Mittwoch um 19 Uhr, Porträtretusche. Und da werden wir genau das, was ich euch jetzt gezeigt habe, versuchen umzusetzen, nämlich mit vorhandenen Porträts, dass man sagt, wo geht jetzt der Blick hin? Ist es sinnvoll, wenn der Blick jetzt daher geht? Oder wie kann ich zum Beispiel mit Farben dementsprechend den Blick steuern und einen dementsprechenden Look auch, jetzt nicht nur bei Beauty-Porträts und so Modebilder, sondern auch bei so klassischen Männerporträts oder Charakterporträts. Also das ist
am Mittwoch dieses Seminar. Und wer jetzt in der Runde einen Freund hat und sagt, ja, der fotografiert auch schon jahrelang, hat sich aber noch nie über Photoshop und Bildbearbeitung so richtig drüber getraut, am Freitag steigen wir wieder bei Null ein. Das Seminar lautet: Keine Angst vor Photoshop, wir starten da wirklich bei Null und fangen dann mit ganz einfachen Beispielen an, unsere Bilder dementsprechend Schritt für Schritt aufzupeppen. Also das heißt, habt ihr jemanden, einen Freund in eurer Runde, dann würde es uns sehr freuen, wenn es uns da die Information weiterleiten würde. Also die Seminare sind auf der Homepage von der Wiener Fotoschule zur Anmeldung bereit. Ja, und das letzte Beispiel, was ich euch noch zeigen möchte bezüglich Farbharmonie, das ist sozusagen das Originalbild. Und die Idee ist jetzt, dass man sagt, das ist jetzt das Originalbild und ich möchte jetzt da so eine Shampoo-Werbung dazu bauen. Naja, das Erste, was wir machen, ist, wir müssen einmal unser Model vom Hintergrund freistellen. Das passiert einmal da mit dieser Maske. Maske schaut so aus. Ihr seht es eh wieder, das ist jetzt diesmal schon ein ziemlicher Mehraufwand gewesen, weil ja der Hintergrund eher neutral war da, ja, aber man muss sich halt da ein bisschen bemühen. Na gut, dann haben wir da die Maske, machen wir mal einen neutral weißen Hintergrund, okay. Naja, dann geben wir mal das Shampoo dazu. So, jetzt muss ich nur schauen, warum zeigt er mir das nicht an. Moment, da muss ich noch einschalten. Okay, das ist jetzt das Shampoo. Na gut, jetzt haben wir da so eine wunderschöne türkise Farbe und da dieses Model und einen weißen Hintergrund. Und ich sage einmal, da können wir noch ein bisschen was machen, was die Farbharmonie machen, dass dieses Bild noch ein bisschen mehr aufpeppt. Naja, ich mache es wieder so wie folgt. Ich muss mal schauen, dass ich da wieder auf dem Hintergrund bin. Da kehre ich her. Jawohl. Nehme meine Farbpipette, nehme sozusagen dieses wunderschöne Türkis auf. Kopiere mir dann wieder diesen Hexadezimalcode. Und gehe wieder da in dieses Color Scheme Designer. Seht ihr meine Maus kreisen und den Color Scheme Designer? Ich habe gerade den Link reingeschoben von einem Color Scheme Designer in den Chat. Sehr gut. Sehr gut. Gut. So, dann da wir jetzt die Farbe sozusagen in dieses dynamische Modell integrieren. Das ist das. Und wenn ich sage komplementär, dann sage ich, habe ich da dieses wunderschöne Türkis. Oder da das Braun, oder schauen wir uns einmal den Dreiklang an. Oh, das klingt auch interessant. Dann nehmen wir uns einmal den Dreiklang heraus. So, jetzt habe ich mir das schon vorbereitet. Das sind jetzt sozusagen die einzelnen Farbpaletten, die da. Hast du Screenshots gemacht, Oliver, von dem Dreiklang? Oder wie bist du gekommen? Screenshot einfach und das ziehe ich mir dann ins Photoshop. So geht es am schnellsten. Screenshots oder was hast du gemacht? Ein Screenshot, ja. 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 Also, das heißt, das wäre jetzt sozusagen das monochrome Design oder die monochrome Farbpalette. Wenn ich da jetzt den Hintergrund einmal dazu einschalte, dann wählen wir das einmal mit der Farbpalette aus. Habe ich eh schon. Dazu den Hintergrund. Ich steuere auf diese Farbe hin und sage einmal, naja, das schaut schon mal ganz cool aus, oder? Als Werbung jetzt, als Plakatwerbung. Ja, aber jetzt habe ich sozusagen Ton in Ton. Naja, schauen wir mal, was man da noch für Farben hat. Ah, da im Dreiklang gibt es dieses wunderschöne Rosa. Na gut, dann hole ich mir das Rosa aus der Farbpalette heraus. Gehe dann wieder da auf den Hintergrund. Hole mir das Rosa. Ja, das gefällt mir schon recht gut, weil aus folgendem Grund, weil jetzt habe ich sozusagen da also eine junge, zarte Frau und da hinten im Hintergrund jetzt dieses mädchenhafte Rosa. Und wenn jetzt die Zielgruppe von diesem Shampoo eh diese jungen, zarten Frauen sind, dann passt es jetzt von der Farbe irrsinnig stimmig dazu. Ich würde es vielleicht von der Deckkraft noch ein bisschen reduzieren, vielleicht so. Was sagt ihr jetzt zu diesem Werbebild? Kurz einmal ein Feedback. Gefällt euch das jetzt von der Farbstimmung? Stimmung, okay. Ja, also die Stimmung ist da, der größte Teil sagt, ja, passt gut. Naja, gut, jetzt haben wir uns sozusagen eine saubere Photoshop-Datei vorbereitet. Na, jetzt können wir das auch mal mit einem anderen Shampoo probieren. Dann blenden wir das einmal kurz aus. Jetzt haben wir da was Rotes. Ich habe mir die Farbpalette schon vorbereitet. Na, dann
hole ich mir jetzt sozusagen wieder mit der Farbpipette da mal dieses wunderschöne Weinrot raus, ja, und sage, okay, das ist jetzt das Rot, das würde da passen, aber schauen wir mal, wie das passt, wenn wir sozusagen so was Grünes dazu holen, einmal sowas. Gut, habe ich. Hole mal wieder den Hintergrund und nehmen wir dieses Grün wieder auf. Jawohl, passt irrsinnig gut dazu. Ich schalte jetzt diese Farbpaletten wieder aus. So, und wir haben wieder sozusagen jetzt für dieses rote Produkt eine harmonische Gesamtfarbe bekommen. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, ich habe einen Dreiklang. Naja, dann tun wir vielleicht dieses T-Shirt, weil das ist weiß und so neutral, das gefällt mir jetzt weniger, tun wir das vielleicht auch noch einfärben. Ja, und jetzt passt das ganz gut, jetzt passt vielleicht der Hintergrund, hebt sich das T-Shirt nicht mehr so gut ab. Naja, dann müssen wir halt da noch ein bisschen feintunen und schauen wir mal. Ja, vielleicht in so ein helleres Grün, jawohl, genau. So. Was sagt der Künstler in London jetzt zu diesem finalen Bild? Das funktioniert sicher, ja, super. Ja, also das heißt, es funktioniert sicher und genauso, ja. Und das ist ja heute meine Botschaft. Ich möchte euch heute damit inspirieren, dass ihr sagt, bevor ihr den Auslöser drückt, erinnert euch nochmal an dieses schöne Bild von Bernhard Brenner. Er ist halt um diese Person schnell herumgelaufen und hat halt versucht, einen dementsprechenden farbigen Hintergrund da einzubauen, damit dann halt final ein wunderschönes Bild gelingt, was man auch gar nicht mehr bearbeiten muss, weil man es einfach schon fotografisch von den Farbharmonien perfekt gelöst hat. So, das wäre jetzt alles. Ich schaue nochmal kurz auf die Checkliste. Jawohl, gut. Also ich habe jetzt lange genug gesprochen, meine Kehle ist schon etwas trocken, daher habe ich mir gedacht, jetzt gönne ich mir mal eine Salzburger Spezialität und sage einmal Prost in die Runde auf Corona. Heute stoßen wir heute digital an und sagen, das war wieder heute ein gelungener Sonntag, lass mal die Bierflaschen ploppen und ich sage einmal, Karl, falls du nichts mehr dazu zu sagen hast, wünsche mir diesen Herrschaften heute zu Hause auf den ganzen Computern noch einen schönen Sonntag. Wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder am Sonntag sehen und hören. Und falls ihr Anregungen habt zu gewissen Themen, was wir behandeln sollen, bitte schickt uns Bilder, bitte schickt uns Input von eurer Seite. Wir wollen dieses Fotocafé weiterführen. Wir wollen, dass das weiterhin interessant bleibt. Und wir wollen euch sozusagen auf den nächsten Level der Fotografie bringen. Ich sage nur eins, bis bald und bis nächste Woche. Ciao! Ja, Oliver, du bist immer ein bisschen schnell. Also jetzt kommt noch meine Abmoderation. Ah, Entschuldigung. Nächsten Sonntag, es gibt 5 Regeln der Landschaftsfotografie in der Malerei. Da werden euch einige bekannt vorkommen. Die werden wir jetzt einmal versuchen zu erklären. Und zu dem Zweck bräuchte man auch Landschaftsfoto. Werden wir am Montag und Dienstag nur auf Facebook posten, was wir uns vorstellen. Es startet dann eine Lightroom-Reihe wieder, Webinare. Und es gibt dann auch wieder einen Online-Fotokurs, heute schon geblitzt. Ich war gestern im Schloss Schönbrunn und ich werde dann morgen einen Workshop online stellen, Blaue Stunde, wenn wir nach Schönbrunn dann ausrücken, da dürfen wir auch wieder dann sozusagen in Real-Time fotografieren. Da sage ich einmal Danke, vielen Dank fürs Dabeisein, einen schönen Abend und einen guten Start in die nächste Woche. Danke!